Drücken wir ihm die Daumen. Hat er die Nerven? Er feiert unten schon, aber ich hoffe für ihn nicht, dass er sich zu früh freut. Felix Narotta. Unten sind wir uns alle einig. Ist das ein super Lauf für ihn? Aber er muss oben zunächst einmal gut reinkommen. Vorsprung ist da. In den ersten Toren. Den Rhythmus finden. Vorne bleiben vor allen Dingen. Er darf nicht zu weit hinten absitzen. Dann ist er gefährlich. Dann ist er auf jeden Fall dabei. Vorsprung ausgebaut. Eine Zehntelsekunde Übergang. Hand im Schnee. War im ersten Durchgang auch schon so. Aber er ist drauf geblieben. Er hat sich nicht hinten reindrücken lassen. Gute Fahrt bis dahin. Ganz enge Linie in dieser vertikalen, in dieser extrem nach links weghängenden Geländepassage für Felix Neureuther. Geschwindigkeit auch bei ihm. An die 50 km/h. Vorsprung noch einmal ausgebaut. Jetzt kommt der fliegende Garmischer. Hier unten. Alles muss auf diesem Schwung ausgelegt sein. Gut hat er es gemacht. Ganz eng ist er gefahren. Komm, Felix, komm jetzt. Und er ist vorne. Er steht auf dem Podest. Und jetzt verneigen wir uns schon vor ihm ein bisschen, liebe Zuschauer. Da sind Sie doch mit mir einer Meinung. Was hat der für einen Druck aushalten müssen hier? Und geht es vielleicht jetzt sogar noch ein bisschen weiter nach vorne? Wenn ich mir nicht den Kopf anstoßen würde in dieser kleinen Kabine, würde ich mich vor ihm verneigen. Das war eine klasse Fahrt. Er ist schon ganz, ganz nah am Limit dran gewesen. Felix Neureuther steht nach fast einem Jahr wieder auf dem Podest im Slalom. Aber wo wird er landen? Und nach drei Jahren nach Alois Vogel wieder in Kitzbühel einer. Aus dem DSV-Quartett. Auf dem Siegertreppchen. Ja, das sind alles gute Freunde da. Da wird eng zusammengearbeitet, auch nationenübergreifend. Manfred Möck. Der Südtiroler. Er ist nicht der Nervenstärkste, das wissen wir. Aber er hat daran gearbeitet. Zwei Zehntel sein Vorsprung auf Neureuther. Der war oben fulminant unterwegs. Gut reingekommen, zunächst einmal Mölk, nicht auf der letzten Rille, er steht quer, er ist draußen. Er hat mit der Entscheidung nichts mehr zu tun, vielleicht holt er noch ein paar Weltcup-Punkte, aber er hat mit der Entscheidung hier nichts mehr zu tun. Felix Neureuther ist Zweiter. Manfred Mölk, er wird einmal mehr ein Opfer seiner Nerven und eines kleinen Fehlers. Und jetzt fährt das halt hier noch zu Ende. Der Südtiroler. Nur 22. Ein paar Pünktchen gibt es da noch, aber angesichts dieser Ausgangsposition, die er gehabt hat, ist das natürlich eine riesen Enttäuschung. Da hat er zunächst schon mal das Gleichgewicht verloren gehabt. Unmittelbar vor diesem Übergang da oben geht zurück. Rein regeltechnisch ist das alles okay. Hier sehen wir es. Schon vor dem blauen Tor hat der Schwungansatz nicht gestimmt. Felix Neureuther. Er führt in Kitzbühel. Eieiei. Woran denkt er jetzt? An den Papa? Der hat hier gewonnen. Vor 31 Jahren. Gelbe Trikots, ab geht die Post im Fanclub unten. Und er weiß, er war im vergangenen Jahr 1,5 Sekunden vorne nach dem ersten Durchgang, ist dann ausgeschieden. Jetzt sind 6 Zehntelsekunden auf Felix Neureuther. Reinfried Herbst, der Arzt kam noch mal, er wurde noch einmal behandelt in der Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Durchgang. Die Wirbel, die blockiert waren. 3 Zehntel sind schon weg. Weit hinten abgesessen. Sieht man selten bei Reinfried Herbst, dass er da so einen Fehler macht. Normalerweise ein Muster an Beständigkeit und an zentraler Körperposition. Er ist draußen.
Er ist draußen. Felix Neureuther gewinnt. Felix Neureuther hat den Slalom von Kitzbühel gewonnen. Aber bei aller Freude gebührt natürlich der Respekt, hier Reinfried Herbst über die Ziellinie kommen zu lassen, liebe Zuschauer. Das ist ein großer Tag für den deutschen Skisport. Und schauen Sie sich an, was da los ist. Da ist der Christian. Schauen Sie sich das an. Die haben alle Tränen in den Augen. Armin Bittner, 31 Jahre nach Papa Christian gewinnt Felix Neureuther hier in Kitzbühel sein erstes Weltcuprennen. Das gibt's doch gar nicht. Und das Wochenende endet so, wenn wir den Christian noch einmal sehen für die Österreicher, wie es begonnen hat, mit einer Niederlage. Aber das ist alles momentan völlig egal. Er ist der große Sieger. Und wenn Sie es einem gegönnt haben. Da steht er, der Felix Neureuther, der heute einige Leute zum Heulen gebracht hat. Uns fast. Bernd Schmelzer hat die Stimme verschlagen, der Vater gleich unten. Wissen Sie eigentlich, was los ist gerade? Nein, ich bin selber fertig, muss ich sagen. Ja, ich habe so lange gekämpft und dass das jetzt funktioniert und meine Eltern sind hier und die ganzen Fans und alles und das ist unbeschreiblich, echt. Ich hab so lange gekämpft und kurz vorm Aufhören und dass das jetzt funktioniert. Der Christian, Ihr Papa ist runtergekommen. Was hat er gesagt? Dass es Wahnsinn ist und aus der Situation raus. Und ich bin echt, die Gefühle, die kommen gerade so über mir, weil ich habe echt lange gekämpft und dass ich das ausgerechnet hier in Kitzbühel schaffe und eine Gondel bekomme und so weiter, das ist für mich unfassbar, echt unfassbar. Sie denken an die Gondel, der Markus Wasmeier hat lange nicht so mitgelitten. Ein Wahnsinn, das war ein Märtyrerlauf war das, aber allein die Geschichte, der Papa hat das gewonnen und der Felix hat das jetzt gewonnen, allein die Geschichte und der Felix hat sein Ziel erreicht und das war ein ganz großes, also Felix sensationell. Sie waren noch 5 Jahre nicht geboren, als Ihr Papa das gewonnen hat. Macht das Ganze das umso schöner heute? Ja, das macht so stolz, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist jetzt wirklich unbeschreibbar. Ich mag so vielen Leuten danken, die das geschafft haben. Der Auracher Marsch, der Physio ist dazugekommen, der Stefan, der Physio, mein Servicemann mit den Skiern. Mein Schwiegermann hat heute Geburtstag. Marvin, alles Gute zum Geburtstag. Mein Trainer zu Hause, der Riedermarx und seine Frau Marion, die keine einfache Zeit gehabt haben. Für die soll der Sieg bitte sein. Das sind zwei ganz besondere Menschen und es ist Wahnsinn. Felix, alle freuen sich mit Ihnen. Der Lisarou, der Franzose, ja. Die Österreicher, obwohl sie ausgeschieden sind. Ja. Macht es das noch schöner, dass alle Ihnen das gegönnt haben, auch die Kollegen? Na wirklich. Der Ivo ist zu mir gekommen, der Kostelic, und hat gesagt, er gönnt mir das wirklich von Herzen. Der Julien Lisarou, das ist ein ganz großer Freund von mir. Und mit dem da oben zu stehen, das macht es nach Kitzbühel noch viel, viel besonderer. Mit dem ersten Weltcup-Sieg im Slalom nach Vancouver zu fahren mit einem Slalom-Sieg, ich könnte mir auch Schlimmeres vorstellen. Ja, wenn man denkt, dass ich vor 3 Wochen, dass es noch hier ist, der Junge, der muss um die Quali kämpfen und jetzt gewinne ich hier heute Kitzbühel. Was Schöneres gibt es eigentlich gar nicht. Felix, genießen Sie es. Markus weint fast. Sie weinen drei Viertel. Ja, drei Viertel. Ganz was drin ist noch nicht gekommen. Und Sie zu Hause hoffentlich auch ein bisschen, liebe Zuschauer. Vielleicht haben Sie auch eine Freudenträne mit verdrückt heute. Danke, dass Sie dabei waren. Das war das Hahnenkamm-Wochenende. Aber gleich nach der Tagesschau geht es bei uns natürlich weiter. Mit viel Wintersport, mit der Entscheidung der nordischen Kombination aus Schonach. Bleiben Sie dran, Tagesschau.